Also ich bin auf jeden Fall jemand, der gerne Schaden macht, bestätigen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Echo of Soul. Mein Name ist Sunnel P. Wir haben in der letzten Folge schon Level 3 erreicht. Wenn ich wüsste, wo hier 3 steht, würde ich sogar sagen, ja, das stimmt. Da steht das, 3. Genau, und wir sind kurz vor Level 4, haben schon so ein paar Quests gemacht, noch nicht viele, wollen natürlich weitermachen. Ich habe zufällig hier unten so ein Ding angeklickt. Das ging hier zu den Erfolgsfenster. So wie das aussieht, habe ich eine der Erfolge abgeschlossen. Ausstehend. Belohnt. Erledigt. Ich habe eine angeklickt und dann war es erstmal weg. Ich dachte, man müsste die irgendwie erst annehmen, aber das sehe ich dann vielleicht später nochmal. Na gut, wir gehen dann weiter. Und zwar in die Richtung müssen wir. Genau, wir müssen da lang. Ich wollte ja sowieso, das ist gut, wenn wir das jetzt machen. Einmal gucken, ob man hier die Tastatur eingeben kann, automatisch laufen. Wheel. Ja, das dachte ich mir, dass der so nur gerade da macht. MMORPGs ohne automatisch laufen, ich muss sagen, das würde mich stören. Das ist irgendwie geil, so eine Funktion, weil man manchmal echt lange laufen muss. So wie jetzt. Sprich mit Iona. Die kann fliegen. So. Level 4. Wow. Das wird bestimmt nicht mehr so lang. Das wird bestimmt langsamer werden immer. So, das war schlecht, das war schlecht. Das war. Hüterin kann ich nicht tragen, deswegen Schurke. Das ist was für mich. Und das hier hat 2 Crit mehr. Ich frage mich immer, was besser ist. Mehr Crit? Oder in dem Fall minus 2 Durchschlagskraft? Egal, wir haben das als letztes bekommen. Gut, dann wollen wir mal gucken. Die müssen wir anscheinend besiegen, die haben so ein kleines Quest-Symbol über dem Kopf. Ich würde sagen, nice one. Ich brauche gar nicht alle Skills benutzen, meine ich. Hier so ein Ding. Da war ein kritischer Treffer bei. Da war übrigens meine Giftanzeige für 10 Sekunden, also weitere 10 Sekunden kriegt er noch Gift. Mal gucken jetzt, wie viel das abzieht. Es geht, also ich muss sagen, das ist schon nicht schlecht Gift. Ich liebe ja Dots. Da ist auch eine Spielerin. Das macht auch noch Schaden danach? Ah, das macht auch ein Dot. Also immer mehr Dots. So, ich muss jetzt mal gucken. Ich bin, glaube ich, schon fertig. Aber es hat gerade so viel Spaß gemacht, hier zu kämpfen. Aber es wird noch früh genug kommen in solchen Games. Ist das oft so, am Anfang machst du fast nichts. Und später dann besiegen sie 420 Gegner. Und du denkst dir nur, wow. Wow. Aber jetzt macht das schon mal erstmal Spaß so. Und noch jemanden Bericht erstatten. In dieser Richtung. Ah ja, wir müssen wieder. Ey. Da läuft noch einer rum. Was hat die? Schlachtsegen. Ja, so ein Schurke ist immer gut für Solo, wenn ich das jetzt Let's Play mache. Wenn wir mal irgendwann hier. Wenn ihr das auch mal spielen solltet, ne? Und wir machen dann so Gruppen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ich dann einfach mal, weil es Spaß macht, eine andere Klasse mache. Und mit euch das sogar spiele. So, ich habe gezielten Stich gelernt. Abklingzeit 3 Sekunden. Und das Ding hier, Schmerzwandel. Wir gucken mal hier. The messenger allows you to chat with friends you've made in the Echo of Soul world. Ja gut, das habe ich mir schon gedacht. Was ist das denn hier? Ach, ein Postfach. Ich dachte, das ist eine fliegende Kiste. Also ehrlich. Und das Ding? Wiederbelebungsstein? Wer weiß. Gut, auf jeden Fall habe ich den hier und das ist Standard. Energie 0, Sättigung 0. Ich kann viel essen.
Skills verbrauchen Energie. Also muss ich Energie sammeln? Hm. Wäre mal was Neues, wenn man jetzt hier auch anfangen müsste, noch was zu essen die ganze Zeit, aber warum nicht? Gibt denn Essen günstig? Ein Silber? Ich habe 8. Theoretisch könnte man das machen, ja. Erstmal jetzt hier, kann man verkaufen. Ich drück mal Rechtsklick. Ah, wird verkauft. Oder auch nicht, denn irgendwie gab da nichts für. Naja. Und der hier, war der besser? Ne. Gut, alle Haltbarkeitsteile sind richtig. Also es gibt noch eine Menge Sachen, die man hier sehen muss. So, erstmal gucken, ich muss. Gibt es hier eine Karte, eine große? Oh, ich weiß nicht, wo ich bin. Da. Da unten muss ich hin. Hochspringen geht nicht. Naja. Dann mal gucken. Kann man jetzt auch Skills benutzen? Ey, was macht der denn? Ich dachte so, dass man die einfach benutzen kann, weil es cool ist. Rollen. Auf F1, ich will nicht sagen, aber das ist doch eine coole Rolle. Man kann auch keinen Schaden kriegen, oder? Hm. Auf F1 lasse ich das auf gar keinen Fall. Erstmal gucken. Ich glaube, ich habe was zu essen bekommen. Oh, das ist schon ein besserer Spieß hier. 5, ich bin 5. Was gibt es denn hier? Ach, das ist typisch, wie bei den immer bei den Spielen. Man kriegt dann immer so weiter. Normale Tasche. Unlock the new achievement. Ah, da ist ein neues Achievement. So, und dann kann man hier sehen. Was ich gekriegt habe. Hm. Erfolgspunkte. Er ist noch sehr neu, das Spiel. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wofür das ist. Magische Bronze-Ei. Hm, na gut, kriege ich Eier. Da, düstern, Sucht. Ja, den muss ich töten. Töte düster. Ne? So, den mal getötet. Zählt das auch? Ne, es zählen nur die, die ich nicht als erstes angegriffen habe. Hier mal so einen Suchthieb. So einen gezielten Stich machen. Ah, das war schon. Also ich muss sagen, zwei Gegner zu besiegen ist schon nett. Ne? Also das ist schon nett bei so einem Spiel. Man kommt ziemlich schnell voran. Jo, dann laufen wir einfach. Das Gute ist, ich muss nichts machen hier. Guck mal, was ist das hier? Seelenslot. Seelenbaum. Naja, das muss ich ja irgendwo machen. Das wird mir hoffentlich nochmal erklärt, wofür. Aha. Oh, schon wieder ein Achievement. Wo? Oh. Ich glaube, ich habe irgendwas gemacht. Ich muss erstmal gegen den Endgegner kämpfen. Schön Giftskills draufhauen. Jetzt mal gucken einmal, ob das zählt, wenn er anfängt zu hauen. Oh mein Gott. Ausgewichen, du Lappen, du. Gefällt mir schon, ehrlich gesagt. So ein Kampf. You must always remain vigilant. So, abgeschlossen. Aha, Level 6. Greetings. Ich habe mich schon gewundert, was jetzt los ist. Ich war nämlich neu im Inventar. Ich habe nämlich hier einen Gürtel. So, hier habe ich auf jeden Fall Platz. Da kann ich mein Essen reinpacken. Heiltränke übrigens. Achso, die sind unten sogar drin. Falls ich sterben sollte,
Verband. Heilungsschrift wollen. Ja, mehr haben wir noch nicht. Kriegen ja nach und nach. Sammle beschädigtes Düsterhorn-Dokument. Wahrscheinlich aus den Leichen hier. Gut, noch eins? Nö. Eins nur, das ist so ein nettes Spiel im Moment. Du machst nicht viel und kommst schnell Level ab. Wer weiß, was für ein Max-Level es gibt. 500 oder so, nach dem gefühlten Anfang jetzt hier. Ich habe ungelesene Nachrichten. Ich krieg Post, von wem? Die Folge ist noch nicht mal online. Da vorne kommt da. Da kommt da. Ich habe schon lange kein richtiges MMO mehr gespielt. Also ein richtiges Gruppen-MMO, in dem es wahrscheinlich wichtig ist, auch Gruppen zu bilden. It's very good to meet you. Ich weiß, einige kommen vielleicht jetzt mit, ey, du spielst auch 12. Ja, ich spiele 12. Aber das ist halt, das kann man auch solo ohne Probleme spielen. Deswegen gibt es auch so wenig Gruppenanfragen irgendwie. Das muss reichen hier, ich zeige dir, wie es aussieht. Noch ein? Na gut, lass den mal den besiegen. Ich nehme den da links noch. Und BÄM! Da war Wolfsfleisch. Oder habe ich den einen vorhin nicht mitgenommen? Das kann auch sein. Ich habe auf jeden Fall mein Wolfsfleisch. Oh, da gibt es sogar deutsche Spieler. Reiko, suche eine gute Gilde. Bevor ich mich auf sowas konzentriere, müssen wir erstmal hier checken, wie es funktioniert und gucken, ob es besser wird, das Spiel. Also nicht besser, sondern ob es so bleibt und so weiter Spaß macht. Ich will es einfach mal zeigen. Ihr könnt mir in den Kommentaren mal schreiben, wie euch das gefällt. Da es Closed Beta ist, kann ich euch nicht versprechen, dass ihr jemals dazukommen werdet. In der Closed Beta meine ich. So, irgendwelche Teile soll ich zusammenfügen? Hier. Füge Teile zusammen. Da. Gut. Kieses möchte annehmen. Okay, ich habe keine Ahnung warum, aber es sah cool aus. Ich weiß nicht mehr, woran man hier sein muss. Aber, mal gucken, wo war das Menü nochmal? Seelenläuterung, hat das hier unten drin? Seele. Seelenbaum, V. Wofür ist das hier? Also ich habe unreine Seelen. Ah, hiermit muss man anklicken und jemanden dann bestimmt. Die vielleicht. Geht das? So purified. Okay, so. Für eine Läuterung. Was gibt das denn hier? Da steht ja gar nicht. Hoffnung. Das stand aber irgendwo vorhin in so einem Menü. Also in der letzten Folge haben wir das gesehen. Ach so, hier kann ich einstellen, wie viele ich machen möchte. Ich kann jetzt dreimal, dann würden die 7 vorbeigehen. Einfach noch jemand. Da genau. Ich glaube, die Person weiß auch noch nicht, wie es funktioniert. Hat mich auch lange gebraucht. Ich habe immer noch welche. Haben wir auch gemacht. So, ich habe immer noch Punkte. Wir wollen jetzt erstmal alle hier hochpowern. Target is busy. Okay, die ist busy. Hat mir noch jemand nicht? Hier, so einer. Der kommt doch gerade mitten aus dem Kampfdorf. Der möchte nicht läutern. Tut mir auch leid für dich.
Ich will nur meine Seelen umläutern, wofür auch immer. Ich weiß noch nicht genau, wofür das ist. Vor allem weiß ich nicht mehr, ob das weggeht nach der Zeit. Aber das ist auf jeden Fall das Dingen. Und ich gehe mal kurz nochmal hier unter Hilfe. Gibt es hier F1? Nein, F1 war keine Hilfe. Ups. Ich kann mich erinnern. Hilfe. Erfolge? Ne. Sonst gibt es auch überall Hilfe. Escape. Escape. Hilfe. Welcome to the world of Kill Monsters to collect Chaos Souls. Whenever you need to purify souls or recharge your rest bonus, simply visit the Soul Sanctum. These sanctums can be found in camps across the globe. A fully charged rest bonus allows you to earn additional XP in battle. Kill monsters to collect Chaos Souls. Though valueless on their own, you, as a soul keeper, have the ability to purify these souls. Chaos souls can be purified into four different kinds of souls. Soul purified. Eben machen. Ich war natürlich mitten im Text, das ist natürlich super. Welcome to the world of Echo Souls. Und nochmal gucken. So, Hoffnung gibt Crit und sowas. Und erhalten RP. Also die RP wird irgendwie erhöht. Speed up the purification process by teaming up with a fellow soul keeper. Co-op purification can be performed even when no soul is present. Da brauchen wir ja keinen Seelenaltar für, genau deswegen. Soul only requires one Chaos Soul. Purified souls give your character access to special soul skills. There are four types of soul skills. Each of Okay, dann gucken wir mal. Das ist Ding. Also ich bin auf jeden Fall jemand, der gerne Schaden macht. Bestätigen. Ach so. Je nachdem, was ich angeklickt habe, kann ich das benutzen. So verstehe ich das jetzt. Guck mal. Ich würde sagen, aber das werden wir in der nächsten Folge angucken dann. Für die Folge läuft das schon. Wir nehmen dann das mit den höchsten. Maximale EP werden um 30% erhöht. 120 Sekunden. Du Scheiße. Nochmal reingehen. Angriff wird um 16% erhöht, erhalten RP um 20%. Schaden? Ich nehme die dann so lange. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Echo of Soul, wenn wir weiter in die Materie eintauchen. Ciao!